Jetzt zeige ich euch nochmal die Zaubertricks von heute Morgen aus dem Morgenkreis. Der erste Trick, Toni war ja sehr verblüfft, eine Flasche Wasser, ein Handtuch brauchen wir dazu, ein trockenes wohlgemerkt, es ist auch wirklich trocken, das, die Flasche ist auf, voll, das machen wir hier rüber. Und befestigen das Ganze mit einem Zopfgummi. So, wenn wir jetzt die Flasche kippen, werdet ihr sehen, dass kein Wasser rausläuft. Vielleicht ein paar Tropfen, aber nicht viel. So. Tada! Das Wasser bleibt in der Flasche. Ich kann also wirklich zaubern. Wie ihr seht. Ja. Okay, also mit dem zweiten Trick aus dem Morgenkreis wollte ich unseren Toni ein bisschen ärgern, dass er was aufzuwischen hat. Und für dieses Video habe ich jetzt einen anderen Trick vorbereitet. Und zwar könnt ihr ja eure Eltern mal veräppeln und fragen, ob sie einen 10-Euro-Schein oder 5-Euro-Schein für euch haben. Das Ganze geht natürlich auch mit einem Taschentuch. Aber ich habe mir den jetzt von Toni geborgt, damit er wieder ein bisschen Angst bekommt, dass alles nass wird. So, der Geldschein wird hier ins Glas gesteckt, kann nicht rausfallen. Okay. Dann haben wir hier eine Kanne mit Wasser, man kann natürlich auch eine Schale nehmen. Aber es muss halt so tief sein, dass das Glas darin verschwindet. Und ihr werdet sehen, mein Zaubertrick ist es, dass das der Geldschein nicht nass wird. So. So, ganz untergetaucht. Ich hoffe, das sieht man auf dem Video. Bestimmt. Dann holen wir mal wieder raus. Ich bin sehr gespannt. Toni bestimmt auch. Und tada! Er ist noch trocken. So, nun kommen wir auch schon zum letzten Zaubertrick. Dazu braucht ihr eine Schale und ein bisschen Wasser. Jetzt will ich die Schale kippen. Dann wieder den Pfeffer. Habt ihr alle bestimmt zu Hause. Gemahlener Pfeffer ist natürlich besser. Den kann man dann gleich mit dem Teelöffel nehmen. Aber für die armen Muckis ist das auch mal gut. Dann hätte ich das machen müssen. Ist mit drauf? Wohne mal dazu. Ja, ist mit drauf. Stimmt schon. So, ich glaube, es reicht schon so. Die Oberfläche ist jetzt mit dem Pfeffer bedeckt. Ich hoffe, das sieht man. Oder wir machen den Tuch. Das sieht man gut. So, mit dem Tuch besser? Ja. Was soll ich jetzt machen? So, Toni zeigt uns jetzt mal, ob das auch mit seinem Finger geht oder ob wirklich nur ich den Zauberfinger habe. Bin drin und? Passiert nichts, ne? Nee, ich habe Pfeffer an meinem Finger. Willst du ablöschen? Okay. Nee, so, jetzt guckt mein Zauberfinger. Pass auf, was jetzt passiert mit dem Pfeffer. Hä? Wow, funktioniert. Zauber, Zauber, Fidibus. Verrückt. Und wie geht das jetzt? Erklärst du uns das noch? Das erkläre ich natürlich nicht. Ein Zauberer verrät doch nicht seine Tricks. Aber ihr könnt das gerne mit euren Eltern ausprobieren. Vielleicht haben die eine Idee. Oder wenn wir alle wieder im Kindergarten sind, können wir das auch alles nachstellen und versuchen und ausprobieren. Viel Spaß!